Servus Hobbywinzer, wir sind heute in Wasserburg und wir schauen unseren richtig coolen Weinberg an der Wasserburg selber. Da hat der Thomas mehrere hundert Reben angebaut und hat eine Top-Lage. Südhang, schöne Aussicht auf die Wasserburg und wir schauen uns an, was er besonders macht, was er anders macht, ob er für uns ein paar nützliche Tipps hat. Also kommt's mit! Du siehst da, das sind echt altbestände. Die sind dann plötzlich aufgetaucht. Okay. Und die schaue jetzt, dass sie halt einigermaßen mit den Form drin dann. Und die haben schon wieder sauber dran. Und da habe ich neue umgepflanzt. Aber auch, da sitzt ja manche, die verkümmern so. Da wird nichts, da tun die nur so rumgehen. Und andere passt ja fürs nächste Jahr. Obwohl es auch gleich gesetzt sind, gell? Und das sind alles Cabernet Noir. Genau so haben wir früher daheim von denen. Ja, ah, oder? Ja. Nein, die Literatur sagt dann, dass du auf der Höhe wieder abschneiden und dann wächst du wieder mal oder so. Bist du mechanisch irgendwie einarbeiten? Also, was ich eigentlich früher da oben habe, ich gesagt, ich tue praktisch das Gras komplett weg außenrum, dass ich ungefähr so was Rundes habe. Also eine Baumscheibe hast du. Einen Dünger tue ich dann so außenrum halt, ja. Damit ich nicht so viel Streuverlust habe. Ich tue jetzt da einfach einmal im Jahr tue ich da auflockern. Was ich mir jetzt zugelegt habe, schauen wir, ob das denn wieder, weil ja gerade von der Höhe her, die sind gar nicht schlecht. Die kannst du dann aushängen und dann kannst du es leicht einfädeln. Da habe ich dann eine Spannung drauf, weil oft rutschen sie mir da raus dann. Das tust du dann bloß zum Eifädel einmal raus und dann tust du es wieder zurück. Also das wird da festgemacht, ja. Genau. Und dann hast du da eine Grundspannung immer, weil das rutscht dann ab und zu raus. Und zum Eifädeln halt tust du das, wenn es das Wachsen anfängt, hängst du es halt einfach so aus. Ja, dann kannst du es leicht einfädeln. Ah ja. Weil das ist schon, wenn es dann, wenn es nicht hoch gibt, dann werden sie ein bisschen zu lang, dann brechen sie da doch ein bisschen ab oder knicken da oder sowas. Stimmt. Darum ist das gar nicht schlecht. Ja. Du hast mir aber auch noch so einen anderen empfohlen, so einen Plastik. Der da, den müssen wir. Ah, da drüben, ja. Wie heißt der gewesen? Der Texas, aber der ist jetzt so teuer geworden. Da habe ich 20 Euro für 200 Meter gezahlt, das war okay, aber jetzt. So ein Rollen war das auch. Ja. Also, total leicht, das müssen wir auch schon. Der ist super, jetzt habe ich einen gefunden. Von Kirchen, der gibt gerade seine Gärtnerei auf und der hat so einen Draht. Den Kaffee haben wir noch abgefahren. Schau mal, wie leicht das da ist. Ja. Und super haltbar. Haltbar und das ist, glaube ich, besser für die Weinreben, weil die nicht so belastet werden, okay. Oder? Hab ich gehört. Also ich bin von der Verarbeitung her ist ein Traum und das dann nur geht auch viel schneller mit den Hülsen. Mit dem, der verheddert in die Albe, dann habe ich rumgezogen, da, aus diesem Trommeln, glaube ich. Ja, das ist ein super Tipp. Stimmt. Auch für alle anderen Hobbywinzer. Ja. Du hast keine Probleme mit Reh oder sowas, oder? Nein, das ist super. Hasen? Nein, gar nicht. Nur Vögel. Ich will dann auch mein Biozeug durchspritzen. Spritze von einem her? Mhm. Und da gehen 15 Liter rein und da brauchst du aber eine Pumpe, das ist wahnsinnig. Boah. Wo ist da der Akku, oder? So. Du hast den Akku neu, den Einheil-Akku. Das ist ja cool. Und dann kann ich da. Das, ja, wie man, das, ich weiß nicht, was das ist. Aber im letzten Jahr habe ich noch Schachtel am Extrakt. Aha, das moderiert auch gut. Das geht, aber das ist gegangen. Ja, brennen ist aber übel. Aber das hilft aber hauptsächlich gegen Mehltau, oder? Das ist Mehltau und ein bisschen Dünger. Aber das ist eigentlich top gegen Mehltau. Spuren des Bayernweins im Bruckberg. Im Museum schauen wir uns jetzt mal an, wie die Geschichte von den Bayernweinen damals war.
Jetzt haben wir die ersten Zeugnisse entdeckt. 3. bis 4. Jahrhundert. Jetzt wissen wir es. So lange gibt es schon in Deutschland. Jetzt ist der ganze Hund herauf. Ach so, ja. Aber ich bin auch schnell überschauen, wie immer. Aber wieder so ein großer Hund hier unter uns. Ah ja, genau, das ist der. Ich habe da oben vor, weiter draußen habe ich nur mehr als ein Stickerl. Das habe ich aber gepachtet. Die hat man ihn gebracht. Und ich denke mir, da haben wir jetzt fast reingesetzt für sie. Ja. Als Verlegenheit, aber der ist wächst da und wächst da, denke ich mir, ja, gut. Wo kriegt man den sonst her? Wahrscheinlich nicht. Überall. Du, du kannst da extra einen Ableger von mir haben. Weil der ist ohne Unterlage. Ah, der ist genau. Sagt mir echt dann. Ja. Servus Hobbywinzer, wir haben heute in Burghausen und haben heute wieder eine Spur von Bayerwein entdeckt. Vor 500 Jahren haben sie ja auch schon in Burghausen Wein angebaut. Und die lassen das gerade wieder aufleben. Nach 400 Reben haben sie ja am Magen angebaut. Richtig spannend. Also die haben wirklich früher hier in Bayern Wein gemacht. Und jetzt sage ich jedes Mal wieder, wenn wir irgendwo im altbayerischen Raum einen Wein entdecken und verfolgen das für euch mit. Wie weit sich hier der Wein entwickelt hat. Sehr faszinierend. Unser Ziel ist es, ja, diesen Bayerwein hier wieder bekannt zu machen. Also bleibt auf dem Laufenden. Folgt uns. Abonniert den Kanal.